Hallo Freunde, heute sind wir hier in einem Seitental der Donau unterwegs, im Pickelschießer Täle. Und hier gibt es auch super Höhlen, Shelter, und da schauen wir uns jetzt mal um. Ich freue mich, dass er wieder mitgeht. Auf geht's! Hier, das ist die Pickelschießer Höhle. Wenn da irgendwelche Typen ihren Müll zurücklassen, das lieben wir immer besonders. Und da könnt ihr auch eine ganze Ecke reinlaufen. Selbst ohne Taschenlampe kommt man hier noch klar. Cooler Platz. Auf einer der Berge findet ihr auch dann die Pickelschießer Kapelle. Wenn ihr hier unterwegs seid, dann solltet ihr immer, bevor ihr euch ein Lager aussucht, einen Biwakplatz oder einen Pausenplatz, erstmal die Gegend genau anschauen. Vor allem, wenn ihr die Wege verlässt. Denn wenn ihr hier einen unbedachten Schritt macht, dann ist es vielleicht auch euer letzter gewesen. Das Gefährliche sind hier nicht die schroff abfallenden Felsen, sondern hier, und das findet man oft, solche eingestürzten Höhlendecken. Hier geht es locker mal 15 Meter runter. Hier haben wir jetzt einen Baum mit Totholz, und früher hat man die Bäume hier auch im Wald gefällt und rausgeschleppt, und die abgestorbenen Bäume, die lässt man heute stehen, weil hier könnt ihr die Löcher sehen, und da holt sich der Specht sein Futter. Hier hat, gucken wir mal rein, ja, hier hat der Grütze jetzt Pech gehabt, da hat der Specht schon alles weggegessen. Da unten habe ich jetzt gerade so einen Steg entdeckt. Der sieht allerdings von hier oben aus, als würde der keine Maus mehr tragen. Aber da gehen wir mal nachher runter und schauen uns den an. Das zeige ich hier euch auch mal. Das ist jetzt keine Fichte, sondern eine echte Tanne. Das merkt man an den weichen Nadeln, und die sind auch flach und nicht rundherum. Und die Tanne, die ist jetzt hier nicht angepflanzt, sondern angeflogen, also von natürlich gewachsen. Und das ist ein super gutes Zeichen, dass der Jäger, der jetzt hier jagt, den Wildbestand im Griff hat. Weil wenn man zu viel Wild hat, die werden sehr gerne vom Wild gefressen, also verbissen. Und dann kommen die erst gar nicht zum Wachstum. Und hier habe ich jetzt einige gesehen. Das ist super. Hier haben wir noch so einen super tollen Totholzbaum. In solchen Höhlen brüten auch Vögel, oder Eulen und Kauz finden hier einen Unterschlupf. Jetzt sind wir an der Brücke. Sieht ziemlich vermoost aus, vereist. Da ist auch schon Pilze dran.
Also das wird sicher Spaß. Wir haben jetzt noch eine Höhle entdeckt und das müsst ihr euch geben. Deshalb haben auch viele Höhlen bei uns ein Betretungsverbot. Da liegt wieder eine Decke und da hinten ein alter Plastikeimer. Das ist immer nicht zu glauben, Leute. Hier geht es übrigens noch weiter rein und dann ein Kamin hoch. Hochinteressant, aber da braucht man sich nicht wundern, ja, wenn zum Schluss hier man sich überhaupt nicht mehr bewegen kann, auch nicht ans Buschkrafter, ne? Weil alles gesperrt wird, weil wir so ein paar Spezialisten haben, ne? Die hier ihren blöden Müll liegen lassen müssen. Das ärgert mich wieder voll. Was ihr unbedingt beachten solltet, ist, nie hier unter so Felsen zu bivakieren, außer ihr seid sicher unter dem Überhang. Weil jetzt hier im Frühjahr, wenn hier das Eis schmilzt, dann lösen sich hier solche großen Steinbrocken oder noch größere. Und das ist einfach lebensgefährlich. Wenn euch so ein Ding trifft, das überlebt ihr nicht. Also passt da auf. So, dann sind wir mit unserer Tour so ziemlich durch. Ein bisschen Akku spare ich mir noch auf, falls noch irgendwas Spektakuläres kommt. Man weiß ja nie. Jetzt trinken wir noch ein Käffchen, würde der Karl sagen. Karl, das Käffchen heute, das trinken wir auf deine 1000 Abonnenten. Nochmal an dieser Stelle Glückwunsch von mir. Ich weiß, du guckst das Video sicher wieder als einer der ersten an und das freut mich immer. Also ein Schluck geht auf jeden Fall an dich und Glückwunsch von mir dazu. Also Karl, Käffchen zum Wohl.